Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute. Let's play LS17 auf deinem friesischen Marsch. Vierfach Map weiterhin sind wir hier unterwegs. Und zwar ja, weiter im Raps. Viel ist es nicht mehr hier. Das schaffen wir heute mal locker. Und dann müssen wir natürlich mit zwei Glasdreschern, würde ich dann nehmen, auf Feld 5 umsetzen. Da haben wir auch noch ein bisschen Raps stehen. Das wird natürlich auch noch geerntet werden. So, auf den New Holland. Ansonsten hätte man den auch schon rausnehmen können, oder? Blockieren sich ja eh mittlerweile. Oder man lässt noch den New Holland hier, nimmt die beiden Glasdrescher schon weg. Also hier in der Ecke halten sie ja genug Abstand, ne? Das ist immerhin etwas. Kommt uns zum Abbunkern jetzt auch recht gelegen. So, das schon mal schön. So, vorne ist voll gewesen. Ja, die werden den Rest so ernten können. Da brauchen wir uns jetzt gar nicht mehr drum kümmern. Wir sollen mal lieber zum Düngerstreuer gucken, weil der genau wahrscheinlich, das hätte ich nämlich erwartet, hier im Graben hängt. Da hat jetzt hier seine zwei Vorgewände gemacht und dann hängt er im Graben. Also lassen wir ihn in diese Richtung wieder losfahren. Vielleicht machen wir auch Dreschen auf Körnermais, ich weiß noch nicht genau. Oh. Geht auch. Manchmal muss ich ihm nur so einen kleinen Schwung geben, dann fährt er doch fast von alleine. So, was haben wir denn überhaupt an Feldern? Ich habe hier überhaupt keinen Überblick. Achso, Sonnenblumen auf 6. Raps auf 5. Angesehen worden ist auf 44 Raps. Okay. Das ist ja nicht uninteressant, oder? Feld 44, aber wir sind mit der Brücke noch nicht so weit. Was macht denn unsere Sandproduktion? Hat da jemand einen Überblick? Ich nicht. 87.000 sind hier immerhin schon. Diesel ist auch noch mehr als genug da. Also können auch Diesel... Ach, hier hatten wir schon mal ein bisschen produziert. Ich würde sagen, ist der Spawner voll. Ne, Fabrik läuft noch. Also hier Zement haben wir tatsächlich schon meist genug für die Produktion von der Brücke. Stahl war so ein Thema, ne? Weiß nicht genau, wie unsere Geldkassetten beschaffen sind, ob wir noch welche haben oder nicht. Da müssen wir mal hier zum Beispiel zum Hof gucken. Da haben wir wenn Geldkassetten. Hier ist eine mit 28.000. Das ist natürlich nicht die Welt. Ich habe jetzt noch nicht das Geld. Es gibt mittlerweile einen guten Picker. Oder ich weiß nicht, ob es... Ne, glaube ich, gibt es nicht öffentlich. Aber es gibt die Möglichkeit, Pickups so auch zu programmieren, die Palettenlader haben für Geldkassetten. Also für diejenigen, die Ahnung haben davon und den Mod vielleicht auch selbst gemacht haben, versucht mal einen Pickup zu machen. Da ist überall wieder ein bisschen Geld drin. Es lohnt schon fast, das alles zum Stahl zu bringen, damit wir mal ein bisschen Stahl einkaufen für den Brückenbau. Sollte mal im Laufe der Woche oder nächstes Wochenende auch mal angehen. Ne? Dann haben wir hier noch Gerste, Weizen. Weizen haben wir schon geerntet. Und hier sehen wir eben auch, dass der Schwatt nicht so schön gleichmäßig ist wie vorher. Und das, glaube ich, liegt auch so ein bisschen mit dieser Datei zusammen, die ich vermute. Ich meine, da könnte ich es eigentlich schon fast selber testen. Jetzt muss ich mal gucken. Wir sehen hier, glaube ich, auch immer noch den überwuchernden Misthaufen. Ja, sehen wir. Also bei meiner nächsten Aufnahmesession will ich das zumindest mal versuchen, diese Datei auszutauschen, weil sehen wir hier auch, das ist natürlich fehlerhaft, das soll so nicht sein, das ist nicht hübsch, das soll weiterhin da reinpassen und ja, irgendwie kriege ich das schon wieder hin. Kommt Zeit, kommt die richtige Idee, wie das alles umzusetzen ist. So, guck mal, die blockieren sich hier nur noch. Also nehmen die zwei jetzt mal raus. Ups, das war knapp. So, dann nehmen wir Lexion 2 und Lexion 1.
und bringen sie zum Rapsfeld. Ein ziemlich weiter Weg. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den LKW einfach hinterherziehen. Hat nämlich das den Vorteil, weil wir ziemlich langsam fahren, dass wir den LKW dann auch gleich mitkriegen. In Holland könnte dann theoretisch nachher auch ins Getreide gehen. Weizen-Gerste-Ernte. Für Mehl, denke ich, machen wir das. Obwohl ich eben dann auch noch mal gucken muss, was macht die Brauerei? So. Kann der noch einmal leer machen? Den brauchen wir natürlich auch noch. Den ziehen wir dann aber nicht mit den Rapsfeld, mit drei Dreschern darüber zu diesem kleinen Rapsfeld. Das ist mit dieser Größe an Drescher absolut kontraproduktiv, würde ich behaupten. Wir haben alles weggeerntet hier. Sehr schön. Der geht dann direkt rüber in Getreide zusammen mit dem John Deere. Oder getrennt mit dem John Deere. Ein Stück zu nah ran, das wäre typisch. So. So, einmal alles zusammenklappen. Auch hier das Schneidwerk abschmeißen, genau, einfach wegschmeißen das Ganze. Das war natürlich wieder erst abkoppeln, erst ausklappen. Dann abkoppeln. Macht mehr Sinn, ne? So, der Nebel dürfte sich jetzt auch mal verziehen. Das ist hier irgendwie 8 Uhr. Soll zwar ein bisschen bewölkt sein, aber so von so dichten Nebel haben sie nichts gesagt. So, am Wochenende ist tatsächlich auch das erste Mal in Norddeutschland Flachland Schnee angesagt. Mal gucken, ob es wahr wird und ja, ich bald wieder die Schneeräume auspacken muss und draußen Schnee schieben. Ich hoffe natürlich nicht. Ich meine, klar, ich mag es auch, wenn es einmal weiß ist, aber es kann dann auch schnell wieder wegtauen. So, zusammenklappen. Auch hier erstmal zusammenklappen das Schneidwerk. So, dann machen wir eine Follow-Me-Kette. Er wird das führende Fahrzeug. Ist ja auch die 1. Macht ja Sinn. Das ist die 2. Und der LKW kommt dann auch noch hinterher. Dann sollten wir aber den LKW überlegen, nochmal 35 Meter Abstand, sonst fährt er ja doch zu nah. Der ist fast voll, dass wir an der Raffinerie vorbeifahren. Besser ist, ne? Dann können wir den nämlich unterwegs leer machen. Eigentlich brauchen wir den hier gar nicht, aber ich meine, ja, okay, nützt ja nichts. Dann müssen wir da, ja, das ist eh, also das ist eh kein kürzerer Weg. Ich glaube sogar, ist zwar ein bisschen, also ist ein bisschen länger der Weg, den wir dann fahren, aber ist leichter zu fahren. Warum ist dann leichter zu fahren? Weil da weniger Abbiegungen sind. Also sollen wir den auch mal mitnehmen? Ein Stück weit zumindest, ne? Dann haben wir sie alle hier weg vom Feld. Also muss er sich auch noch einreihen. Das ist eine schöne Kette. Den New Holland lassen wir bei den Getreidefeldern stehen. Was hat er denn jetzt? 40 Meter, ich glaube, die brauchen wir auch, ne? Oder machen wir lieber 45 Meter sogar. Jetzt hänge ich im Trailer drin. Ach Mensch.
So, jetzt nochmal. Führungsfahrzeug. Lampen an, damit wir sehen, wir uns folgen auch alle. Aber nicht zu schnell. Und dann sind wir mal gespannt, wie viele wir unterwegs verlieren, oder? Na, guck mal, der erste zickt schon mal rum. Jetzt zickt man auch selber rum, wenn wir hier gegen den Baum fahren. Naja, toll. Wenn wir die Drescher gar nicht mitkriegen, das wäre natürlich echt nervig. Ist ja eigentlich der Sinn der Sache. Er kriegt nicht. Also, er macht so ein Links-Rechts-Kamikaze-Aktion und ich glaube, jetzt hängt er am Baum. So weit sind die gekommen. Hat er sich hier so auch in den Baum verfranst, dass es gar nicht mal auf den... Ja, also es geht dann doch, aber musst du noch einmal umsetzen. Ich würde es jetzt nochmal versuchen. Jetzt hängt nämlich der nächste fest. Ja, also eine Chance geben wir ihm noch, oder? Weil sonst wissen wir auch, verballern wir hier wieder mehr Zeit, als es dauern würde, wenn wir es einfach selber machen. Auch hier hängen wir so ein bisschen am Baum fest oder ein bisschen mehr. Zieh, 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 zieh. Hat er jetzt geschafft. Lauf der New Holland. Eiert aber genauso rum, wa? Was ist mit den Dreschern los? Wieso... Liegt das an den hier Kettenfahrzeugen? Kann sein, oder? Also hier an den Raupen? Ich weiß es nicht. Ich meine, mit den anderen Dreschern ging das einigermaßen. Aber hier, wenn wir auf der Straße starten, gerade, sieht das auch halbwegs ordentlich aus. Jetzt haben wir natürlich fast gar kein Problem, dass wir hier mit vier Fahrzeugen bestimmt nicht rumkommen. Eigentlich müssen wir Fahrzeuge haben, die uns die Straße sperren. Aber schön, das Wetter wird gut. Und dann fängt er wieder an zu eiern, ne? Ja, abenteuerliche Fahrt da hinten. Ja, sorry Leute, funktioniert nicht. Das Übersetzen, da hinten sehen wir noch das Spektakel. Also doch einzeln. Eigentlich würde ich nicht einzeln fahren. Was denn hier passiert? Na, der ist wohl auf Frauen genommen. Nicht so schön. Ich versuch's mal kurz mit dem Verkehr ausschalten. Vielleicht machen wir das sowieso jetzt einfach mal für die Überführungsfahrt. Das wäre so schön. Stopp. Komisch. Das sieht ja fast wieder ordentlich aus, ne? Das Problem ist nur in den Kurven. So, das Problem ist auch, wir wollten jetzt hier den New Holland lassen. Da müssen wir ungefähr so viel Vorsprung den lassen. Okay, es reicht nicht mal ansatzweise. So, den nehmen wir mal raus. Machen hier ein paar blöde Aktionen und fahren in den Graben. Dämlich als auf das Auto zu fahren. So, hier wollte ich hin. Die Getreideernte starten.
demnächst. Zumindest haben wir es dann schon mal vorbereitet hier. Welches Feld wir zuerst dreschen, weiß ich noch nicht. Ups. Ich weiß natürlich, wir brauchen hier unseren Abfahrer. Und dafür, glaube ich, haben wir sogar einen. Da müssen wir nun tatsächlich mal irgendwie zum Hof unseren Gespann fertig machen. Aber was könnten wir denn da nehmen? Haben wir noch einen ordentlichen Anhänger eigentlich? Auf dem Hof rumstehen. Ach, warte, der Düngerstreuer auf dem Maisfeld. Ach, das ist doch auch. Leute, Leute, Leute. Was ist hier bloß los? Das ist auch noch Mini-Rapsfeld 11. Das ist ja geschenkt, ne? Kaufen wir aber nicht. Ach, hier haben wir noch den einen. Fällt mir gerade ein. Hier haben wir noch den einen, der fällt mir gerade ein. Der hat ja auch ein bisschen Raps geladen. Der müsste eigentlich mit in die Kolonne. Mal gucken, ob wir noch unterbrochen werden. Ansonsten lassen wir das eben. Ne? Also das war der zweite. Eine Chance geben wir denen. Das ist jetzt die Chance, die sie noch haben. Wir werden auf jeden Fall morgen die Überführungsfahrt machen. Das schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Aber ich will den Dünger, also ich packe den jetzt hier nochmal hinter. Der gute Raps. Alles zur Diesel verarbeiten. Naja, auch die Kutter, ne? Ich weiß gar nicht, die Krabbenkutter brauchen immer ordentlich Diesel. So. Funktioniert auch. Ist eingereiht. Dann unser Düngerstreuer, der leider wieder im Graben hängt. Auf 19. Ja, ja. Kursplay, ne? Da war ja was. Irgendwas ist ja immer. So. Helfer macht seine Arbeit, so wie er soll. Jetzt wollte ich nochmal gucken am Hof. Haben wir so viele. Guck mal da hinten, ne? Wenn wir jetzt den hier zum Beispiel nehmen, ist ein Fendt. Wurde auch gern gesehen, dass mal wieder mal ein anderer Fahrzeug, anderes Traktorgerät hier mit in Einsatz kommt. Und der hier, ne? So. Oh, Cosplay muss erstmal laden. Ich habe ja noch so ein paar Kurse geladen, also gespeichert hier, oder? So, dieses Gespann hier. Würde dann, muss ich nochmal luschern. Welches wollen wir jetzt da hinten eingehen? Feld 14. Also F14. Hoflager. Das wäre dieser Kurs. Dann müsste hier vorne irgendwo längs gehen. Ist dann hier der Drescher abtanken und Dings. Drescher abtanken und Abfangkurs. Dann machen wir jetzt nochmal anzeigen, die Wegpunkte vielleicht. Ja, guck mal, wir sind tatsächlich schon auf dem richtigen Weg. Wir haben auch eine gewisse Kapazität hier, dass wir eben häufiger nichts, also hier doch ein paar Mal das schaffen. Aber wir müssen natürlich mit dem Drescher einmal hier vorne erst rumkommen. Und ansonsten ist es immer so ein bisschen blöd, wenn man den Helfer vorher einstellt. Und das ist eben mein Problem, das mache ich an Cosplay ungern immer. Klar, selber fährt man auch selten mal durch, aber egal. So, liebe Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und morgen starten wir dann die große Überführung, hoffentlich ohne große Unfälle. Vielen Dank